Der Schonbezug für den AxKit Minikit kommt in zwei Teilen. Das eine ist der Teil für die Kopfstütze. Das andere ist dann für den ganzen Kindersitz. Wir fangen mal mit der Kopfstütze an. So rum, dass die zwei weißen Nöppel nach unten zeigen. Die werden genau dort befestigt, wo auch die Original-Kopfstütze befestigt ist. Dafür zieht ihr das hier drüber. Und hier unten ist dann diese Schlaufe. Dafür muss man dann hier hinten mal schauen. Man kann hier ein kleines bisschen vorsichtig biegen. Und man sieht dann auch schon, dass hier ein schwarzer Stoff ist, der an der Kopfstütze befestigt ist. Eben auch solch eine Schlaufe. Und über diesen Nöppel wird das drüber gemacht. Ein kleines Plastikteilchen. So, das gleiche macht man auf der anderen Seite. Ihr seht jetzt, der ist frisch aus der Verpackung. Da ist das alles noch relativ straff. Das gibt dann mit der Zeit nach. Ist ja auch Sinn der Sache, dass das eng ist und nicht rutscht. So. Finger runter kriegen. So. Dann natürlich einfach noch ein bisschen schön zurechtzuppeln. Der zweite Teil ist für den ganzen Sitz. Der gehört mit dem Reißverschluss nach oben. Gurte aufmachen. Reißverschluss aufmachen. Und dann sehe ich hier schon, dass es für die Seiten, damit der Gurt weiter benutzt werden kann, muss ich das hier unter dem Gurt durchlegen und nach hinten führen. Das mache ich auf beiden Seiten. Unter dem Gurt durch und nach hinten führen. Und dann ist auch gleich selbsterklärend, wie der Rest funktioniert. So. So, ich sehe jetzt schon, jetzt ist das hier oben alles schön abgedeckt. Hier hinten ist auch noch eine Schlaufe und ein langes Teil. Das mache ich einfach rum. Und zwar so, dass es nicht irgendwo den Gurt, den Sitz behindert. Also Stützfuß oder Spanngurte. Dann hier schließen. Das wird jetzt ja gerade nicht so wie ich. So. Dann ist der Sitz erstmal obenrum bezogen. Hier unten habe ich die Gurtschnallen. Man sieht, der Gurt kommt jetzt hier aus dem Bezug raus. Und ich schließe den Schonbezug auf einer Seite und auf der anderen Seite. Und dann muss ich ihn eigentlich nur noch drüber ziehen und hier die Einzelteile durchstecken. Also den Zentralgurt hier unten und das Gurtschloss hier oben. So. Hier kann ich das dann entweder so lassen oder wenn ich jetzt möchte, dass das besonders schön ist, kann ich das auch hier außen rum ziehen. Ne? Das kann man machen, wie man möchte. Kommt drauf an, was man da besser findet. So, und dann sehe ich, das kann ganz normal jetzt benutzt werden. Das Kind wird den Stoff jetzt hier, wenn es darauf sitzt, ein bisschen an den Sitz anpassen. Und mit der Zeit sitzt das alles super. So einfach und schnell ist das aufgezogen.